Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Jana. Auf meinem Kanal findest du Yoga und Meditation zum Mitmachen. Und das hier ist eine kurze Meditation, mit der du dir selbst und anderen Menschen was Gutes tun kannst. Zum Start finde erstmal einen bequem aufrechten Sitz. Vielleicht auf einem Stuhl, vielleicht auf einem Meditationskissen. Und wenn du soweit bist, schließ die Augen. Und ruckel dich in Ruhe zurecht. Vielleicht rollst du nochmal über links, über rechts. Vielleicht auch klein vor und zurück, öffnest den Brustkorb. Und dann pendel dich langsam in der Mitte ein. Atme tief ein durch die Nase. Und aus durch den Mund. Nochmal tief ein und aus. Ein letzter tief ein und aus. Und lass den Atem einfach entspannt weiter fließen. Gib dir Zeit, hier anzukommen. Lass dein Atem von ganz allein seinen Rhythmus finden. Und vielleicht kannst du ihn einladen, ein kleines bisschen tiefer zu fließen, indem du alles in dir noch ein kleines bisschen weicher werden lässt, dem Atem so mehr Raum gibst. Vielleicht findest du mit der Einatmung noch ein kleines bisschen mehr Aufrichtung. Lass dich von der Atmung dahin tragen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du jetzt anpassen möchtest, um dir es noch ein bisschen bequemer zu machen, sodass der Atem noch freier fließen kann, dass du ohne muskuläre Anspannung aufrecht sitzen kannst. Spüren deinen Bauch. Lass den Atem bis tief in den Bauch sinken. Und vielleicht hilft dir diese lockere, tiefe Bauchatmung dabei, noch mehr anzukommen, noch mehr Ruhe zu finden. Und in dieser Meditation geht es darum, dir selbst und jemand anderem ein Geschenk zu machen. Denk an eine Sache, die für dich ausdrückt, dass du wertvoll bist, etwas, was schön ist, was dich erfreut. Vielleicht frische Blumen oder ein Stoff, der sich besonders gut anfühlt. Es geht nicht darum, irgendwas besonders Teures zu finden oder was, was andere besonders toll finden, sondern irgendwas, was einfach nur
Schönes in der Nähe zu haben. Vielleicht auch ein Stein, der eine schöne Farbe hat, der sich gut anfühlt. Oder vielleicht auch sowas wie eine Wärmflasche, die dir jetzt einfach gut tut. Was immer dir spontan dazu in den Kopf kommt, ist wahrscheinlich schon genau das Richtige. Und dann konzentriere dich ganz auf dieses Ding, diese Sache, die dir Wohlbehagen schenkt, die schön ist, die angenehm ist. Und erfreue dich einfach einen kleinen Moment daran, dass du dir hier jetzt die Zeit nimmst, dir selber mental das zu schenken. Vielleicht erscheinen auch Bilder vor deinem inneren Auge. Blumen, die sich um dich ranken. Oder eine warme Decke, die dich umgibt. Genieße das Gefühl, das dabei entsteht. Und gönn dir diesen Moment. Kannst den ganzen nicht aufsaugen. Erlaub dir, dieses Geschenk an dich selber wirklich anzunehmen, wirklich zu genießen. Und aus diesem Genussmoment heraus, denk an eine Person oder vielleicht auch eine Gruppe von Personen, die gerade auch gut so ein Geschenk, so einen Wohlfühlmoment gebrauchen können. Vielleicht ist es jemand, den du kennst. Vielleicht sind es aber auch Menschen, die du nicht persönlich kennst, von denen du aber weißt, dass sie ein bisschen mehr wohlfühlen. Aufmerksamkeit, schöne Gedanken, gerade wirklich gut tun würden. Auch hier, wer immer dir spontan in den Kopf kommt, ist wahrscheinlich genau die richtige Person. Ruf dir diese Person oder diese Gruppe an Leuten vor Augen. Jetzt spürst du ihre Energie, nimmst wahr, wie sie sich anfühlen, wie es ist, ihnen zu begegnen. Und dann übergib dein Geschenk an diese Person. Und mit diesem Geschenk übergib auch das Gefühl von sich wohlfühlen, von Genuss, die Freude darüber, dieses Geschenk zu bekommen. Und übergib das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Und teile einfach dein Gefühl, auch die Dankbarkeit für das Geschenk, die du für dich selber spürst. Annehmen, das drüber freuen. Trag das Gefühl weiter an die nächste Person. Und vielleicht kannst du dir richtig bildlich vorstellen,
die andere Person das Geschenk entgegennimmt, sich darüber freut, es für sich nutzt. Du hast immer mehr Freude, immer mehr Genuss, immer mehr Wertschätzung an diese andere Person überspringen. Und vielleicht merkst du, dass über das Teilen dieses gute Gefühl sich noch weiter ausbreitet. Gib ihm Raum, lass es sich ausbreiten. Und dann gib das Gefühl, das Geschenk ganz an die andere Person ab. Verabschiede dich von ihr, komm wieder ganz bei dir an. Spüre in dich rein, guck, wie du dich jetzt fühlst. Und vielleicht kannst du heute oder morgen einer anderen Person auch ganz real ein Geschenk machen. Einfach nur eine kleine Aufmerksamkeit, ein Kompliment oder ein mitgebrachter Kaffee, eine ernst gemeinte Frage, wie es jemand anderem geht oder einfach nur ein Lächeln auf der Straße. Wenn der andere das Geschenk gerade nicht annehmen möchte oder du vielleicht schon merkst, dass gerade nicht der Moment dafür ist, erzwing nichts. Dann gib dein Geschenk einfach mental weiter. Irgendwann findet das seinen Empfänger. Und dann zum Abschluss. Atme tief ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Atme ein, nimm die Arme über die Seite weit nach oben raus. Bring die Handflächen zusammen. Ende mit den Händen vor der Brust. Und atme hier noch einmal tief ein. Und aus. Und wenn du soweit bist, öffne langsam blinzelnd die Augen und starte weiter gut in den Tag. Schön, dass du mit mir geübt hast. Ich freue mich drauf, wenn wir bald wieder zusammen üben. Bis dahin.